Könnten Sie mir bitte Ihre Daten von Ihrer Karte nochmal präzisieren? Ja, inwiefern? Ja. Auf welcher Seite muss ich denn eigentlich bei Ihnen handeln? Ja, gut. Ah, wie gesagt, also wir prüfen jetzt Ihre Daten noch einmal und ja, rufen Sie zurück an, ja? Nee, ich würde ja gerne erstmal wissen, wo ich handeln muss dann auch. Hallo, ich grüße euch. Die Abzocker der verschiedenen Trading-Webseiten lassen nicht locker. Daher habe ich euch heute wieder ein Trading-Abzocker-Video mitgebracht. Bei diesem Anruf habe ich mal wieder 55 Minuten Zeit des Abzockers verbummelt. Zeit, in der er niemanden anderen abzocken konnte. Das ist wohl dann auch dem Abzocker selbst irgendwann aufgefallen und dann hat er versucht, plötzlich mich abzuschütteln und loszuwerden. Wenn du keine weiteren Videos dieser Art mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst dann immer auch das neueste Video von mir angezeigt. Ja, hallo, ja, schönen guten Tag, dann bitte mit dem Herrn Steiner sprechen. Zum Apparat. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Ruschmeier. Ich rufe Sie von Firma Market Pro Trade an. Wie geht es Ihnen, Herr Heuersteiner? Ja, ganz gut. Und selbst? Schön. Tja, das geht ja schon richtig gut los. Er fragt mich, wie es mir geht und ja, reagiert dann auch gar nicht so richtig darauf. Also demzufolge kann man da natürlich ganz sicher sein, dass die Frage nicht ernst gemeint war und einfach nur zur Gesprächsauflockerung dienen soll. Allerdings gelingt das den Betrügern selten, mit dieser Frage das Gespräch auch von vornherein aufzulockern. Gut. Ja, wie gesagt, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns an. Sie haben sich registriert, um mit Kryptowährungen zu handeln. Ja, richtig? Ja, genau. Ich verstehe, dass Sie daran interessiert sind, mit uns online Geld zu verdienen, ja? Als Account Manager möchte ich Ihnen einige Fragen stellen, Sie besser kennenzulernen. Darf ich Sie fragen, haben Sie Erfahrung mit dem Handel? Nö, bis jetzt noch gar nicht. Aha, und ja, gut. Und haben Sie etwas über Kryptowährungen gehört? Ja, das, was halt jeder so darüber weiß, aber so richtig, wie das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Jawohl, und wissen Sie, was Bitcoin ist? Das ist auch eine Kryptowährung. Ja, gut. Wie gesagt, also darf ich Sie fragen. Also wie alt sind Sie? Ich bin 29. Gut. Wird dies für Sie eine Haupt- oder Nebeneinkommen sein? Ja, ich denke mal eher ein Nebeneinkommen erstmal. Also schon wieder die Frage, ob das ein Haupteinkommen werden soll. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wenn man mit Trading ein bisschen Erfolg hat, kann das höchstens vielleicht ein Nebeneinkommen sein. Ein Haupteinkommen, das werden wohl die allerwenigsten wohl eher damit erzielen. Jawohl. Wissen Sie, viele Trader na, tun dies und sie sind sofort sehr erfolgreich. Ja? Und wir kümmern uns um sie, wir werden in alle Schulungen zur Verfügung stehen, die Sie benötigen. Ja, also wenn ich super nicht mehr arbeiten gehen muss, dann wäre das natürlich noch besser. Ja, ja. Schön. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Nö. Noch nicht. Darf ich Sie fragen, warum haben Sie sich bei uns registriert? Naja, um Geld zu verdienen. Ja, ja, ja. Und Ihr Ziel war Geld, ja, selbstverständlich. Darf ich Sie fragen, aus welchem Land kommen Sie? Aus Deutschland. Und Sie? Ja, ich bin, also ich komme aus der Schweiz, aber in Estland geboren, ja. Ach so. Darf ich Sie fragen, haben Sie Schulden? Nö. Ja, und Kredite, können Sie theoretisch Kredite nehmen? Ich kann Kredite nehmen, ja. Ja, und sind Sie insolvent? Nein. Nein, ja? Nein.
Sie sind kein Insolvent, ja? Nee, ich bin nicht insolvent. Immer noch nicht. Ja. Haben Sie Schufa? Eine Schufa habe ich nicht, nee. Ja, gut. Ich erkläre Ihnen also, wie das alles funktioniert bei uns. Unser System ist vollautomatisch mit Hilfe von technischen und fundamentalen Analyse findet es die beste Zeit, um Positionen zu öffnen und schließen. Mhm. Um ganz einfach zu erklären, also unser System kauft, wenn das Wert ist billig und verkauft, wenn das Wert ist hoch, ja? Mhm. Unser System ist kostenlos und es gibt keine Steuern, keine Provisionen. Sie können unser System auf alle Geräte und auf einem Laptop benutzen. Mhm. Der will mir jetzt hier ernsthaft erzählen, dass ich keine Provision bezahlen muss. Und woran verdient er denn bitte sein Geld? Ach ja, ich vergaß. Ich zahle mein Geld ein und er bekommt es einfach zu 100% und ich habe davon nichts. Unser Programm braucht keine Wirtschaftsausbildung und unser System hilft, Profit zu vergrößern, ja, und Ihre Zeit zu sparen. Es arbeitet immer, wenn Sie schlafen sogar, ja. Mhm. Also das heißt 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Mhm. Also das System arbeitet sogar, wenn ich schlafe. Dabei hat er wohl vergessen, dass die Börsen in der Nacht sowie auch am Wochenende komplett geschlossen sind und man dort eben auch nicht handeln kann. Also was für ein Blödsinn. Sie werden immer Unterstützung von Ihrem persönlichen Spezialisten haben, ja? Mhm. Schön. Also, um Ihr Konto zu aktivieren, müssen Sie es aufladen. Die minimale Einzahlung ist 250 Euro. Ja. Sobald wir Ihr Konto aktivieren werden, werden Sie von einem Senior-Account-Manager angerufen, ja? Mhm. Und er zeigt Ihnen den bestmöglichen Anstieg. Also er gibt Empfehlungen. Also ist der Mitarbeiter schon Rentner? Bitte? Der Mitarbeiter, der mich dann anruft, ist dann schon Rentner. Warum? Na, Sie sagten ja, ein Senior ruft mich an. Ein Senior Manager, na kein Rentner. Also ich kenne ihn nicht persönlich, die Leute, die sind ganz jung, ziemlich jung. Also. Ja, bei uns sind ja. Die Senioren meistens im Altenheim. Ja? Ja. Nehmt das hier natürlich nicht so ernst, was ich da so zwischendurch von mir gebe. Ich meine das natürlich nicht so, dass alle Rentner im Altenheim sind. Da gehört meiner Meinung nach so gut wie kein Rentner hin. Keine Ahnung, kann ich nie sagen. Okay. Ja, schön. Haben Sie E-Mail-Adresse Gerold, ja? Mhm. mdcfan.de, richtig? Ja, genau, das ist richtig. Jawohl. Sind Sie jetzt beim Computer? Nee, ich mache momentan meine Wäsche, aber wenn Sie wollen, dann kann ich mal zum Computer gehen. Ja gut, und möchten Sie mit dem Minimum oder mit mehr anfangen? Naja, so, dass es sich gleich lohnt, dachte ich. Also, das heißt, also Sie möchten mit Minimum anfangen, also mit 250, ja? Naja, so, dass es sich halt lohnt, ne? Also, ich weiß ja nicht, ob man damit denn schon gutes Geld machen kann. Ja, gutes Geld, also, Sie können gutes Geld machen, ja, natürlich. Mhm. Also die 250 Euro werden ja eigentlich immer nur dann oder deswegen genommen, weil 250 Euro nicht so viel Geld ist, dass es sich lohnen würde, damit auch zur Polizei zu rennen. Grundsätzlich ist es auf der Börse so, dass man da eigentlich nicht wirklich mit 250 Euro anfangen braucht. Und es ist genauso wie bei eurer Bank. Mit 250 Euro machst du die Kuh ganz einfach nicht fett. Das ist halt, wie gesagt, einfach nur, damit man eben nicht so, oder dass es sich einfach nicht lohnt, für 250 Euro zur Polizei zu rennen. Die meisten Leute werden da einfach sagen, ach naja, es ist halt teures Lehrgeld, aber 250 Euro, da sind die Anwaltskosten in der Regel auch schon viel, viel höher als die 250 Euro. Also dementsprechend schön die Finger davon lassen. Börsengeschäft ist immer hochspekulativ und man sollte dort nur einsteigen, wenn man sich wirklich richtig damit auskennt und damit auch sehr, sehr viel beschäftigt. Und wie gesagt, also unsere Kunden, also unsere potenziellen Kunden haben schon das positive Resultat
Sie sehen, also wie gesagt, in den nächsten 5 Tagen sehen Sie das positive Resultat, ja? Mhm. Und darf ich Sie fragen, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ich habe beides und ich habe auch so eine Dongxuang-Karte. Was haben Sie, Online-Banking, oder? Nee, die Dongxuang-Karte ist auch eine Kreditkarte. Ja, also wir können Ihnen also mit Mastercard, also Ihr Konto aktivieren, ja? Mhm, ja. Wie gesagt, Sekunde mal. Lesen Sie mir die 6 Ziffern von Ihrer Mastercard. Die ersten 6. Muss ich erstmal gucken gehen. Ja? Ich habe das alles am Computer, den habe ich aber ja jetzt noch nicht mal angemacht. Dann mache ich erstmal den Computer an, ne? Ja, ja. Da macht noch Updates. Ja, ja. Und wie funktioniert das denn genau mit dem automatischen Handeln? Ja, also das geht alles automatisch, also funktioniert 24 Stunden, also 7 Tage pro Tag. Also wenn Sie sogar, also ich habe Ihnen schon erklärt, wie das, also wenn Sie sogar schlafen, ja? Ah ja, das Teil handelt also 7 Tage pro Tag. Ist auch schön. Also, wie immer, sobald man mal eine sinnvolle Frage stellt, kriegt man eigentlich nicht mal ansatzweise eine sinnvolle Antwort. Keine Ahnung, was das soll. So kann man auf jeden Fall keinen ordentlichen Betrug durchführen. Also der Erfolg der Systeme beruht auf automatischen Abrechnungen, mit denen Sie das Risiko begrenzen und die Gewinne sichern können. Mhm. Sie heißen Stop-Loss und Take-Profit, ja? Also mit Stop-Loss können Sie Ihren potenziellen Verlust begrenzen, zum Beispiel öffnen Sie einen Trade mit 100 Euro und setzen einen Stop-Loss auf minus 10. Wenn der Preis auf minus 10 sind, wird der Handel automatisch gestoppt, ja? Also im Grunde genommen erklärt er mir jetzt hier nur das Programm MetaTrader, so wie sich das anhört. Es ist tatsächlich ein automatisches Handelsprogramm, das man sich kaufen kann. Das kann jeder ganz normal bekommen. Da hat man also nicht mal irgendwas Eigenes, aber das ist sowieso klar. Und wahrscheinlich bekommt man nach dem Einzahlen tatsächlich sogar dieses Programm. Aber ja, das Einzige, was da passiert, ist, dass auch eure Kohle weg ist. Weil so zuverlässig ist das Ganze denn letztendlich auch nicht. Man muss von diesem Programm MetaTrader auch eine ganze Menge Ahnung haben. Man kann sich da nicht einfach ansetzen und das Ganze funktioniert. Man muss schon wissen, was man da tut. Also, wie gesagt, Take Profit hilft Ihnen, den Gewinn zu erzielen, ja? Ja. Also, wenn Sie mit dem automatisierten System handeln, wird der Stop-Loss immer auf niedrige Zahl und Gewinn, wie gesagt, Mitnahme auf höhere Zahlen setzen, ja? Mhm. Also, ein Gewinn kann also einzelne Verluste bedecken. So, aber das erklärt unser Seniorspezialist nach der Einzahlung, ja? Mhm, okay. Im Übrigen ruft, wenn man das Geld dort eingezahlt hat, auch definitiv kein Seniorspezialist mehr zurück. Das Einzige, was da eben passiert ist, ihr zahlt euer Geld ein, das Geld ist weg und es meldet sich nie wieder einer. Und wenn ihr zurückruft bei der Nummer, geht dann natürlich auch keiner ran, weil die einfach nicht echt sind, die Telefonnummern. Deaktivieren, ja. Ja. Bei Ihnen läuft da irgendwie ein Staubsauger oder sowas im Hintergrund. Verstehe ich nicht, bitte? Bei Ihnen läuft da irgendwie ein Staubsauger oder sowas im Hintergrund. Staubsauger? Nein, ja, kein Staubsauger. Also wahrscheinlich, also das ist eine Musik. Ach so. Also, ja. Können Sie die nicht irgendwie ausmachen? Musik? Sekunde mal. Ist das besser? Ja, so ist besser. Ja, hier rufen aber heute auch schon wieder viele Leute an. Ach, jetzt hat es gekleckert. Kleinen Moment, jetzt brauche ich erstmal einen Lappen. Ich habe gerade meinen Kaffee verschüttet. Ja, ja, ja.
Ja, quasi noch mitten in der Nacht, dass Sie heute anrufen. Noch gar nicht richtig wach. Ja, Montag. Ja, Montag steht ja keiner vor 12 Uhr auf, das ist ja unmenschlich. Ich guck mal, ob der Computer in der Zwischenzeit schon mal hochgefahren ist. Ja, das sieht schon mal gut aus. Kapier ich gerade nicht, die Tastatur funktioniert nicht. Ja. Jetzt ist die Musik wieder so laut. Die Musik schon wieder. Ja, aber das würde mich doch stören auf Arbeit, wenn dann den ganzen Tag Musik läuft. Ja. Aber. Jetzt so besser? Jetzt ist so besser, ja. Aber jetzt sind Sie sehr leise. Ist auch nicht so optimal. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist so halbwegs, ja. Ich muss den Computer, glaube ich, nochmal neu starten, weil irgendwie erkennt er meine Tastatur nicht. Keine Ahnung. Ja, kein Problem. Also wir warten jetzt. So, ich habe das jetzt hier mal abgebrochen und starte den mal neu. Und Computer funktioniert schon? Ja, der fährt immer noch hoch. Das Ding ist ein bisschen älter. Aha. Darf ich Sie fragen, was ist denn von Beruf? Ich bin Journalist. Journalist. Sekunde mal. Oh, jetzt will er mich loshören. Also hier hätte ich nie gedacht, dass der Typ tatsächlich noch am Telefon bleibt. Also das Gespräch geht hier tatsächlich noch eine ganze Weile weiter. Was hier aber ganz, ganz neu ist, dass die Betrüger auch Wartemusik am Telefon haben. Habe ich so noch nie erlebt. Ja, funktioniert schon. Ja, jetzt habe ich zumindest schon wieder ein Bild und ich glaube, die Tastatur geht auch. Ich muss noch das Windows kurz laden. Ist kaputt, oder? Weiß ich nicht. Braucht halt irgendwie bei mir gerade ein bisschen lange. Aber ich habe jetzt auch nicht mit gerechnet, dass jemand anruft. Sonst hätte ich ja den PC vorher schon angemacht. Darf ich Sie fragen, also in welchem Bereich sind Sie Journalist? Ich bin Wirtschaftsjournalist. Wirtschaftsjournalist, aha. Sehr interessanter Job. Ja, und geht Ihr Computer schon? Also, dass der Betrüger jetzt hier tatsächlich noch weitermacht, wundert mich extremst. Normalerweise kriegen die bei Wirtschaftsjournalist sofort Panik und legen auch gleich auf, weil letztendlich wäre jetzt mein Beruf als Wirtschaftsjournalist genau das, was wir hier gerade tun, darüber Nachrichten zu bringen und zu recherchieren. Scheinbar ist der davon nicht beeindruckt oder hat es nicht so richtig gecheckt, ich weiß es nicht, aber wir hören mal weiter. Sieht gerade nicht so aus. Ich kann Ihnen aber auch nicht mal sagen, warum. Also ich habe jetzt auch nicht mit gerechnet, dass jemand anruft. Sonst hätte ich den Computer ja schon vorher angemacht. Ja, wir sind schon ja an der Linie an 16 Minuten. Ja, und Ihr Computer geht nicht. Sieht gerade nicht so aus, ne? Aha. Sie können aber auch nochmal. Wir warten. Ja. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal einen anderen Computer. Ist ja nicht so, dass wir hier nur einen haben. Wir warten, ja. Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet, dass die Kiste hier heute nicht funktioniert. Kein Problem. Naja, immerhin die Musik ist mal neu. Ist
bisschen stressig, ja. Also keine Sorgen, keine Sorgen. Also wir sind da. Wir sind dabei, wir warten, ja. Okay. Das ist echt ungewöhnlich hier. Keine Ahnung, ob es da irgendein Microsoft-Update gab. Die hauen einem ja meistens alles kaputt. So. Ah ja, hier geht's weiter. Geht's weiter? Ja, gut, gut. Wie gesagt, am Montag ist immer so, ja? Ja, total furchtbar. Der Computer braucht aber auch noch so ein kleines Momentchen, bis der richtig funktioniert. Der ist echt seltsam. Also die Tastatur leuchtet zwar und die hat Strom und zeigt auch sogar alles an vom Rechner, aber die funktioniert halt einfach nicht an dem anderen Rechner. Ja, wir können warten. Also lesen wir die 6 Ziffer von der Mastercard. Ah ja, genau, die kann ich ja dann schon mal raussuchen. Und? Funktioniert schon? So, also der Computer ist zumindest schon mal da. Lesen so, Sie mir die ersten 6 Ziffern von Ihrer Karte. Ja, warten Sie, dann ist das die 5-2. 5-2. Ja, dann die 8-9. Ja. Yeah. Dann die 1-0. Ja. Mhm. Und Ablaufsdatum? Das Ablaufsdatum ist 03/22. Und CVV-Nummer? Ist die 108. Keine Ahnung, was der damit bezwecken will, dass der bloß die ersten Ziffern haben will und nicht die komplette Nummer. Damit kann man ja meines Wissens nach auch nichts weiter abbuchen. Also, man braucht dazu die komplette Nummer. 108. Mhm, genau. Bleiben Sie dran. Sagen Sie mir Ihr Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist der 17.07.92. 92 und die ersten, also könnten Sie ja präzisieren. Bitte? Ja, könnten Sie noch einmal sagen. Die ersten 6 Nummern? Nein, Geburtsdaten. Ach so, der 17.07.92. 17.07.92. Mhm, richtig? Genau. Ja, genau. 170792, richtig? Mhm, genau. Ja, Sekunde mal. Ja, sagen Sie mir Ihre Adresse, Postleitzahl. Das ist die Braunschweiger Straße. Postleitzahl von der Stadt. Ach so, die Postleitzahl ist 12055. 12055, richtig? Mhm. Wie heißt die Stadt? Berlin. Sekunde mal. Könnten Sie mir die Adresse geben, also die Straße? Mhm. Das ist die Braunschweiger Straße 77. Sekunde mal. Sekunde mal. Mhm. Bleiben Sie bei mir, Sekunde mal. Herr Steiner? Ja? Lesen Sie mir die 16-stellige Nummer von Ihrer Karte. Ja, jetzt auf einmal will er doch die 16-stellige Nummer meiner Karte haben. Okay, dann geben wir ihm die. Jetzt die komplette Nummer. Ja. Okay. Muss ich die Nummer raussuchen? Also 528910, weiter. Ah ja, genau, 10. Dann ist das die 240. Ja. Dann die 15. Ja. 24. Ja. 975. Also, ich wiederhole, also 528910. Mhm. 240-15-24-975, richtig? Mhm, genau. Sekunde mal. Hätten wir doch gleich machen können, die ganze Nummer. Ja, Sekunde mal. Mhm.
Bleiben Sie bei mir, Sekunde. Jetzt bekommen Sie einen Brief. Mhm. Prüfen Sie Ihre Post. Von Firma CoinDeck. Ja, den bekomme ich per Post. Ja. Okay. Prüfen Sie bitte nach. Wann ist der ungefähr da? Sekunde mal, ich... Sekunde. Mhm. Haben Sie bekommen? Ich habe jetzt noch nicht am Briefkasten geguckt. Haben Sie bekommen? Wie meinen Sie, ob ich bekommen habe? Ja. Na, wir haben doch jetzt erst gesprochen und Sie haben mir gesagt, Sie schicken mir einen Brief. Das dauert doch ein paar Tage. Nein, nee, also, haben Sie E-Mail bei Post bekommen? E-Mail. Ach, E-Mail, ja, das haben Sie nicht gesagt. E-Mail. Sie haben gesagt, ja, einen Brief. Entschuldigung. Ja, also. Entschuldigung, ja. Dann gucke ich da mal gleich einen Moment. Ja. Jetzt bin ich ja da am anderen Rechner, da muss ich erst mal überlegen, wie da meine Login-Daten waren. Kein Problem. So. Probier's mal. Ja, ja. So, jetzt lädt's erstmal. Naja, ja. Anmeldung fehlgeschlagen, dann müssen wir nochmal das Passwort probieren. Das geht auch nicht. Es lädt wieder so lang. Nee. Anmeldung wieder fehlgeschlagen. Mensch, welches Passwort haben wir denn da genommen? Das weiß doch kein Mensch mehr. Bei Ihnen ist die Musik wieder so laut. Ja, Sekunde mal. Ist das Beste? Ja, halbwegs. Was soll denn in der E-Mail drinstehen? Ah, ja, das ist Support vom CoinDeck. Haben Sie? Ja, ich krieg mein E-Mail-Postfach gerade nicht auf. Ich habe da irgendwie keinen Zugriff jetzt drauf. Weil bei dem anderen Rechner geht ja die scheiß Tastatur nicht. Ja, prüfen Sie Ihre E-Mails, die einfach prüfen, ja. Ja, dazu muss ich mich ja einloggen können. Aber jetzt, warten wir mal. Ah, jetzt geht die Scheiß-Tastatur. 1, 4, 0, 2. Dann kann ich meinen richtigen Rechner auch mal anmachen. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt hier war. Ich musste den jetzt 2-3 Mal neu starten und dann ging das erst. Ja. Dann hoffe ich schnell, dass ich mit Ihrem System gutes Geld mache. Dann kann ich mir einen neuen Rechner kaufen. Oder einfach nur da. Ja, wenn der ja, kaputt ja geht, schmeiße ich ihn halt weg. Haben Sie Laptop, ja? Nee, einen Laptop habe ich nicht mehr. Die Dinger, die waren irgendwann so schnell, so alt. Also ich bin kein Freund von Laptops. Mhm. Irgendwann, wenn ich mir das mal leisten kann, dann vielleicht mal einen von Apple. Aber die Dinger kosten ja, die sind ja jenseits von gut und böse. Aha, jawohl. Sie schaffen das, Herr Stein. Und darf ich Sie nochmal Ihre Post prüfen? Das ist gerold.steine@mdccfon.de, richtig? Ja, genau, das ist richtig. Jawohl. So, jetzt habe ich meinen anderen Computer an, dann kann ich hier gleich über das E-Mail-Postfach, da ist das Passwort gespeichert. Da kommen wir dann noch ran. Ja. Aber der braucht jetzt auch noch mal so ein paar Sekündchen, bis der fertig hochgefahren ist. Ja, ist geklappt. Weiß ich nicht, Hansel. Ich guck mal. Ja. Naja, Internet startet zumindest schon mal. So. Dann können wir hier E-Mail aufmachen. Ja, seit guten 30 Minuten quatschen wir hier schon. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, den PC richtig einzuschalten. Verdient man bei Ihnen eigentlich viel, wenn man da arbeitet? Ja, verdient man gut. Okay, vielleicht sollte ich mich mal bei Ihnen bewerben. Ja, warum nicht? Mhm. Aber Sie müssen dann in die Schweiz kommen, ja? Ja, das ist ja kein Problem. Haben Sie da mal eine Adresse ja für mich? Dann schicke ich da mal eine Bewerbung hin. Ja, nachher, also Sie könnten das alles mit unserem Senior Account Manager besprechen. Ah, okay, mit dem Rentner dann.
Nein, er ist kein Rentner, so viel ich weiß. Also die Leute sind ganz ziemlich jung, ja. Ja, bei uns sind die Senioren Rentner. Ja, Senior, also das ist... Also wenn Sie Journalist sind, dann sollen Sie also dieses Wort kennen. Also Senior, also das kommt also von, also von englischen Wörtern. So. Ich habe es so nie gesagt, das ist ja Rentner, ja. Ich logge mich dann jetzt erstmal bei meiner E-Mail ein. Ja, haben Sie nachgeprüft? Ja, das ist alles hier wieder so total langsam. Ja. Ja, so ist lädt. Immer noch kein Bild. Das ist ja Wahnsinn. Ah, jetzt. So, jetzt kann ich mich zumindest schon mal anmelden. Ja? Mhm. Na, ich bin jetzt endlich erstmal im E-Mail-Postfach drin. Ich musste ja dazu den Rechner, der vorher nicht ging, jetzt noch ein paar Mal neu starten. Jetzt bin ich aber ins E-Mail-Postfach reingekommen. Weil auf dem anderen Rechner hatte ich das Passwort nicht und das habe ich nicht im Kopf. So, und jetzt lädt er erstmal die ganzen E-Mails runter. Dauert einen kleinen Moment. Da kommen ja auch so am Tag 1000 Stück an. Ja. Wenn das mal reicht. So, wann haben Sie denn die E-Mail geschickt? Das ist ja nur auch schon wieder ein bisschen. Hier haben Sie da eine Uhrzeit. Ja, vor zehn Minuten. Hier ist bloß irgend so einer, der nach einer Spende fragt. Dann haben wir die E-Mail, die habe ich 5 Mal. Ja, E-Mail vom, vom Support. Haben Sie bekommen? Weiß ich noch nicht. Also ich suche die noch, weil ich habe hier schon wieder so viele neue E-Mails bekommen. Von welchem Absender sollte die sein? Vom Coindex Support. Ich muss mal hier durcharbeiten. Schon wieder der mit der Spende. So. Ah ja, jetzt habe ich hier CoinDeck Confirm Your E-Mail. Jawohl. Lesen Sie mir die ersten 4 Ziffern, also dort stehen. Achso, hier, enter this code in your browser. Ja. Yeah. Mhm. Wofür ist der Code? Ja, das ist für unsere Finanzabteilung, also ja. Lesen Sie mir diese Code vor. Ah ja, die Nummern, warten Sie, dann ist das... Die vierstellige Nummer brauche ich, ja. Mhm. Das ist dann die 5910. Ich wiederhole, 5910, ja? Nee, 0. Am Ende 0, ja? Mhm. Sekunde mal. Jetzt habe ich aber auch noch eine E-Mail bekommen von denen. Ich habe noch einen anderen Code. Welche Code haben Sie? Hier ist noch die 7870. Also es sind 2 solche Codes angekommen. 71? Nee, 7870. Na, haben Sie 2 E-Mails bekommen? Ja, 2 E-Mails mit 2 verschiedenen Nummern drin. Von Firma CoinDeck? Ja. Sekunde mal. Hm. Bleiben Sie bei mir. Also in diesem Gespräch ist es mal wieder der absolute Wahnsinn, wie viel Zeit er mit mir verplempert. Erstmal wartet er eine halbe Stunde, bis mein Rechner überhaupt richtig da ist und selbst verbrät er dann selbst noch richtig viel Zeit. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich hier schon rausgeschnitten habe an Wartezeit, wo das Mikrofon gestummt ist oder die tolle Wartemusik die ganze Zeit kommt. Auf jeden Fall scheint das mit dem Betrügen wirklich nicht so eilig zu haben. Hallo? Ja? Ja, Herr Steiner? Hm? Also wir machen jetzt eine Einzahlung von Ihrer Mastercard-Karte mit 4975 am Ende auf Ihr Handelskonto bei Market Portrait für 250 Euro. Stimmen Sie zu? Ja, meinetwegen könnten wir aber auch ein bisschen mehr machen.
Möchten Sie mehr machen? Ja, na wenn, dann soll es sich ja gleich lohnen mit dem Handeln. Ja, aber Sie können mit 250 Euro, ja, anfangen. Ja, das ist kein Problem. Aber wenn es geht, dann würde ich auch gleich mehr machen. Gut. Könnten Sie mir bitte Ihre Daten von Ihrer Karte nochmal präzisieren? So, der Betrüger möchte hier scheinbar auch nicht mehr als 250 Euro abbuchen, da das ja wie bereits bekannt schon die Grenze so ist, wo die meisten das noch verschmerzen, wenn das Geld fehlt. Demzufolge ist das hier wohl eine Betrügerbande, die nicht ganz so gierig auf das Geld ist und ja lieber erstmal nur wenig nimmt, als gleich ins Ganze zu gehen. Keine Ahnung. So wird es wahrscheinlich sein. Anders kann ich mir das Ganze nicht vorstellen. Sonst sind die ja gleich richtig gierig, wenn man an irgendwelche größeren Summen sagt. Hier ist er allerdings nicht so davon überzeugt. Ja, inwiefern? Ja. Also 5, 2, 8. Achso, ich soll nochmal vorlesen. Ja? Ja. Ja, kann ich nochmal machen. Dann sage ich Ihnen nochmal die Zahl. Das ist die 5, 2. Ja. Dann die 8, 9. Ja. Dann die 1, 0. Ja. Dann die 2, 4. Ja. Dann die 0, 1. Ja. Dann die 5, 2. Ja. Wo war ich? Dann ist es die 4, 9 und die 7, 5. Ja. Sekunde mal. So, jetzt versucht das ein weiteres Mal Geld von der Karte abzubuchen, aber er wird natürlich feststellen, dass das mit dieser Karte nicht funktioniert. Ist natürlich auch klar. Zur Information, ich verwende hier generierte Kreditkarten, also Kreditkartendaten, die nicht wirklich belastet werden können, aber zumindest erstmal funktionieren und nicht gleich ausschlagen. Das heißt, die 16-stellige Nummer, die CVV und das Ablaufdatum passen erstmal dadurch, dass es zusammen generiert wurde und ergeben somit eine gültige Kreditkarte. Allerdings ist es ja so bei Kreditkarten, dass man immer eine Rückmeldung bekommt, ob das Konto überhaupt belastet werden kann oder nicht, sofern man das dann eingibt zum Abbuchen. Und hier kriegt er natürlich jedes Mal die Meldung, dass das Konto nicht belastet werden kann. Ihm wird aber allerdings hier nicht angezeigt, warum nicht. Also es könnte zum Beispiel sein, dass die Karte nicht mehr gedeckt werden kann, beziehungsweise dass ich mein Limit schon ausgeschöpft habe oder dergleichen. Sekunde mal, bleiben Sie bei mir. Ablaufsdatum 03-22. Ja. Genau. Und CVV-Nummer 108, richtig? Ja, genau, die ist richtig. Sekunde mal. Bleiben Sie bei mir, Sekunde. Hier scheint der Betrüger immer wieder zu probieren, ob die Karte irgendwie funktioniert. Gleicht nochmal die Daten ab, versucht es wieder, versucht es nochmal und hält mich natürlich die ganze Zeit in der Leitung hin. Hierbei entsteht wieder einiges an Wartezeit, wo nichts in der Leitung passiert. Die habe ich euch natürlich rausgeschnitten. Man muss hier aber auch sagen, der Betrüger ist ganz schön hartnäckig in seiner Prüferei und versucht es immer und immer wieder. Aufgeben will er eigentlich nicht. Bleiben Sie bei mir, Sekunde. Kein Problem, ich habe ganz viel Zeit. Ja, der Betrüger scheint auch ganz viel Zeit zu haben. Sicherlich wird er sich die ganze Zeit im Hintergrund schon ärgern, warum die blöde Karte auch nicht funktioniert. Aber aufgeben kommt natürlich so schnell auch erstmal nicht in Frage. Darf ich Sie fragen, welche Kreditkarte benutzen Sie? Na, die Mastercard, die haben wir doch gerade gehabt. Ja, und könnten Sie mir bitte Ihre CVV-Nummer nochmal sagen? Die CVV-Nummer, ja, das ist die 108. 108, ja. Ja, genau. Und Ablaufsdatum? Das Ablaufsdatum, wenn ich gucke, das ist März 22. Sekunde mal. Also nicht mal ganz ein Jahr funktioniert die noch und dann muss ich mir eine neue holen. Also ich wiederhole die Nummerkarte. Also 5,
528910, richtig? 528910, ja. Hm. Dann 240154975, richtig? Ja, genau, die ist richtig. Sekunde mal. Ja. Sind Sie aus Deutschland, ja? Mhm, ja. Haben Sie Fragen, aus welcher Stadt? Aus Berlin. Also ich weiß nicht, wozu der meine ganzen Daten abgeglichen hat, aber der fragt immer wieder die gleichen Fragen, aus welcher Stadt ich zum Beispiel bin. Und die Kreditkartennummer hat er ja auch 1000 Mal bereits abgeglichen. Aus Berlin. Hm. Mhm. Haben Sie die deutsche Mastercard, also diese Karte, also, ja, haben Sie die anderen Karten? Wie meinen Sie die anderen Karten? Ich meine so wahrscheinlich, also, ja, also, haben Sie irgendwelche andere Mastercard? Ich hätte noch eine Dongswang-Karte. Bitte? Eine Dongswang-Karte hätte ich noch. Hab nicht verstanden. Also, was für Karte haben Sie? Na, es gibt ja die Mastercard, die Visa-Card, American Express, und ich habe halt eben auch noch die Dongswang-Karte. Und haben Sie Visa auch, ja? Eine Dongswang könnte ich anbieten. Weil die würde ich dann lieber nehmen als die Visa-Karte. Ja, wissen Sie, also unsere Finanzabteilung, da sie also sagt, dass Ihre Karte kommt aus Russland. Ja, das ist richtig. Kann sein? Ja, ich habe in Russland habe ich auch meine Bank. Jetzt ruft schon wieder einer an. Warten Sie mal, ich gehe da mal ganz kurz ran und sag mal, dass die später anrufen sollen. Ja, hallo? Sekunde mal. Hallo? Hat schon aufgelegt. Ihre Bank ist in Russland? Genau. Ja, Sekunde mal. Weil da soll ja dann auch das Geld hingehen, was ich gewinne, damit das nicht so unbedingt durch die Steuer in Deutschland so mitgekriegt wird, wissen Sie? Ist natürlich wieder nur eine Blödsinn-Aussage von mir. Die Steuern von mir werden natürlich auch schön brav in Deutschland versteuert. Einfach nur mal, um zu schauen, was der Betrüger hier sagt, hat mich mal interessiert. Aber so richtig interessiert hat es ihn zumindest nicht. Muss ja nicht jeder sehen, wie viel Geld ich bekomme. Ja. Ja, wissen Sie, also mit Ihren Daten von Karte stimmt etwas nicht, ja? So langsam scheint die Sache ein bisschen aufzufliegen. Irgendwo gibt's Fehler. Wir können die Nummer ja nochmal abgleichen. Ja. Ja, soll ich Ihnen die nochmal vorlesen? Ja, bitte. Ja, das ist die 5-2. Ja. Und dann die 8-9. Ja. 1-0. Ja. Dann die 2-4-0. Ja. 152. Ja. Und die 4975. 4975, ja? Hm, genau. Aber etwas stimmt nicht, ne? Hm. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also mich wundert wirklich, dass es ihm am Anfang schon nicht aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt, weil er hat ja so zwischendrin auch so getan, als würde ihm irgendwas aufgefallen sein. Und jetzt merkt man es auf jeden Fall, dass er den Braten gerochen hat. Sekunde mal. Die kleine Sekunde hat dann auch wieder ziemlich lange gedauert. Ich vermute mal, dass er mit irgendjemandem darüber gesprochen haben wird, wie er jetzt weiter verfahren soll. Ja, bleiben Sie bei mir, Sekunde. Ja, na klar. Wie gesagt, ich habe Zeit. Ich versuche jetzt noch ein bisschen das ganze Gespräch weiter hinauszuzögern. Allerdings lässt sich da der Betrüger dann auch nicht mehr darauf ein.
Wie gesagt, ich denke, dass im Hintergrund noch jemand gewesen sein wird, wo er Rücksprache gehalten hat, was jetzt passieren soll. Und ja, es ging dann auch leider relativ schnell. Auf welcher Seite muss ich denn eigentlich bei Ihnen handeln? Ja, gut. Wie gesagt, also wir prüfen jetzt Ihre Daten noch einmal und ja, rufen Sie zurück an, ja? Nee, ich würde ja gerne erstmal wissen, wo ich handeln muss dann auch. Das haben Sie noch nicht erzählt. Ja, wir haben alles erzählt. Also wie gesagt, wir prüfen die ganzen Daten. Also ich melde mich noch. Also ja, bis später. Wiederhören. Ja, ging dann auch richtig schnell. Soviel zum Thema, Sie prüfen noch die Daten in Ruhe nochmal danach. So ein Blödsinn. Also ich meine, man hat jetzt hier mehrfach festgestellt, dass die Daten nicht funktionieren. Im Nachhinein wurde da überhaupt nichts mehr geprüft. Und der Mitarbeiter hat sich dann auch nie wieder bei mir gemeldet. Das war es dann auch. Zumindest habe ich wieder eine ganze Menge Zeit von diesem illegalen Callcenter verschwendet. Wie gesagt, das Gespräch ging ja etwa 55 Minuten und so weit kommen wir gar nicht mal mit der Endfassung, obwohl die ganzen O-Töne von mir noch mit dabei sind. Ich musste wirklich wahnsinnig viel Leerpausen rausschneiden, weil der Mitarbeiter mich hat minutenlang ohne Ton einfach sitzen lassen. Am Anfang des Gesprächs gab es ja wenigstens noch ein bisschen Musik, wo es nicht ganz so langweilig war. So viel Mühe hat er sich dann aber auch hinterher gar nicht mehr gemacht. Ist aber auf jeden Fall alles auch gar nicht so schlimm, denn mein Ziel habe ich erreicht. Jede Menge Zeit verplempern von diesem illegalen Callcenter. Umso mehr Zeit ich von denen verplempern kann und umso mehr Mitarbeiter mit mir beschäftigt sind, umso weniger können von normalen Leuten jemand betrogen werden. Das ist ja auch hauptsächlich das Ziel, dass ich so viel Zeit wie möglich stehle und gleichzeitig über den Kanal euch noch ein bisschen darüber aufklären kann, was es für verschiedene Methoden gibt. Außerdem könnt ihr natürlich auch gerne immer den Kanal-Link teilen. So könnt ihr auch eure Freunde, Verwandte, Bekannte und Familie immer in diese neuen dubiosen Geschäfte einweihen, sodass jeder darüber Bescheid weiß und sich keiner von denen abzocken lässt. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne auch noch etwas in die Kommentare und wer möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.